Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K14. Ich bin der Firestorm LP und willkommen zu einem neuen Let's Oracle The Playoffs 2014 und der Partie die Houston Rockets gegen die Portland Trail Blazers. Ja, ich mache ein Let's Oracle über die Playoffs der NBA 2014. Und zwar werde ich immer nur ein Spiel für eine Serie nehmen. Und in dem Fall ist es jetzt das eine Spiel von den Houston Rockets gegen die Portland Trail Blazers. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Heimmannschaft ist und wer Auswärtsmannschaft ist. Das ist mir jedenfalls egal, finde ich. Ich möchte nur sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich habe schon ein Video aufgenommen gerade, nämlich die Indiana Pacers in der Eastern Conference, die Indiana Pacers gegen die Atlanta Hawks, wo sich die Indiana Pacers durchgesetzt haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das erstmal vor angucken oder das hier guckt euch an. Ist mir relativ egal. Jedenfalls ist es das zweite Spiel, was am zweiten Tag quasi rauskommt, veröffentlicht wird, und es soll für die gesamte Serie in den 6 Spielen, die in der einen Playoff-Runde zwischen den beiden passieren, soll ein Spiel entscheiden, und das ist dann meiner Meinung, soll das dann repräsentieren, wer weiterkommt, denn ich will jetzt nicht alle 6 Spiele, spielen. Und ja, ich denke, ich fange gleich an. Allerdings möchte ich vorher noch was einstellen oder zwar nach was nachgucken. Ich habe zwar jetzt schon alles vorbereitet, aber ich will kurz in den Optionen nachgucken. Spieleinstellung, Spieloption, Viertellänge, machen wir auf 3 Minuten, ich muss kurz was trinken. Oder 4 Minuten, ich würde mal sagen auf 4 Minuten. So, hier müssen wir jetzt noch die Rockets einstellen. Ich werde die Rockets spielen, weil ich die Rockets doch noch ein Tick geiler finde einfach. Und ja, wir spielen mit Patrick Beverly auf der 1, auf der Point Guard Position, auf der Shooting Guard Position spielt bei uns James Harden, der ja, sagen wir schon, fast der Star der Mannschaft, abgesehen von dem Center. Auf der Small Forward Position spielt Chandler Parsons, ein sehr guter Small Forward, würde ich sagen. Ein sehr guter. Auf der Power Forward Position spielt bei uns Terrence Jones. Und auf der Center Position, wie ich schon gesagt habe, der eigentliche Star, beziehungsweise man kann Star sagen oder man kann auch guter Spieler sagen. Dwight Howard, der hier auch angezeigt wird, gerade hier mit seinem Spalding-Ball mit der 12. Und ich denke, wir betreten das Spiel gegen die Portland Trailblazers. Wie man hier sieht, LaMarcus Aldridge natürlich der Star auf der Power-Forward-Position. Damian Lillard, sehr guter Spieler auf der Point-Guard-Position. Wesley Matthews auf der Shooting-Guard-Position. Nicolas Batum, der Europameister mit Frankreich, auf der Small-Forward-Position und auf der Center-Position. Robin Lopez, ein relativ, der ist schon relativ alt, oder? Ich weiß es gar nicht. Egal, wir starten jedenfalls das Spiel jetzt und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, die Portland Trail Blazers also genau gleich mit den Houston Rockets, deswegen spielen sie auch gegeneinander, eine genau gleiche Differenz, sag ich mal, an Siegen und Niederlagen. So, da sind die Aufstellungen von den Houston Rockets und den Portland Trail Blazers. Hier ist Dwight Howard.
He is so creative, Kevin. That's what I love about watching him. As good as anybody in the league at breaking down a defender one-on-one. And he also is incredibly adept at running the pick and roll. He almost always makes things happen when he instigates that play. The last time these two teams met, it was the Houston Rockets who came away with the W against Portland. Hier James Harden, sein Motto, viel Biert, erkennt man direkt. You know, you're not going to be able to win very often with a percentage as low as theirs. Yeah, no beauty or style points in that game, but they did hit the big shots when they needed to. Los geht's, würde ich sagen. Los geht's mit dem Tip-Off. So, den gewinnen wir schon mal. Patrick Beverley hat den Ball. Macht jetzt den Aufbau. Bitte einen Block von Terrence Jones. Auf James Harden. Und der macht natürlich direkt den ersten Dreier rein. Sehr schön. Da wird meine Stimme direkt ein wenig lauter und kratziger, denn ich bin noch nicht ganz gesund und ich muss sehr oft husten. Deswegen mute ich mich, versuche ich mich auch ein bisschen zu muten. Auf das mal. Oh, und da kommt schon der erste Dank von LaMarcus Aldridge. Natürlich an Dwight Howard vorbei. I can't help but say that. Well, let's see how that impacts things here, because those kinds of plays sometimes can be game changers on both sides. Da muss man natürlich retten. Sehr schön gestört von. Sehr schön Dwight Howard. Dem Layup. Patrick Beverley jetzt in der Verteidigung. Das Blocking Foul von Terrence Jones. Und natürlich Damian Lillard an der Freiwurflinie, der natürlich auch beide reinmacht, denke ich zumindest. Ja, wie erwartet macht er ihn rein. James Harden. Sehr schön das Pick and Roll und der Dunking von Terrence Jones. Da kann Terrence Jones hat guter Block gemacht und der gute Pass von James Harden. Ja, ist natürlich noch das i-Tüpfelchen mit dem Dunking von Terrence Jones. I think Doris Burke has something for us right now. Doris? Well, guys, the head coach for the Portland Trailblazers gave me just a couple of minutes. He said they'll have to do a good job moving their feet. Robin Lopez, natürlich. He told me that they are very aware of the slashers and finishers they're facing and will try to turn them into jump shooters. Let's see how successful they are, Kevin. Thanks again, Doris. Here's Beverley. Sehr schön ausgetanzt von Beverley mit dem guten Pass auf Howard und der natürlich mit der guten Krönung. Yeah, he also worked on his defense in the summer with Gary Payton. There's a really strong connection with those Oakland players, and Lillard just another in a long line of unbelievable talent coming out of the Bay Area. Runaway Rookie of the Year winner, he was terrific. You know, a big part of the success of LaMarcus Aldridge is his versatility. He can play power forward, you can slide him over and move him to the center spot, but he's very difficult for anybody to... Da leider das Foul gezogen von Terrence Jones. LaMarcus Aldridge natürlich an der Linie. Das kann er auch. Yeah, you know that versatility is really impressive. When you think about a big guy guarding him, he can take him outside and utilize that jumper and quickness. And then if he has a smaller guy, he'll back him down and work him over inside. Ja, okay, aber wenigstens voll gezogen von James Harden. Well, you have to be so careful when you have the ball around. So. He's got quick hands, really strong hands. James Harden, wie gesagt, auch ein Spieler, den kann man gut spielen bei NBA 2K14. Der macht gut, mit dem kann man gut Dreier werfen, mit dem kann man gut Kirschen essen, dann mit dem kann man gut Dunkings machen, Schnellläufe. Oh, Batum, durch mit dem schlechten Pass. Aber trotzdem, die Portland trotzdem im Ball. Smuti Jonas ist jetzt drin für, ich denke, Jenkins kann nur einen sein für Dwight Howard. Ah, ist natürlich
For the Houston Rockets, they come in off the wash to the Pelicans in New Orleans. They had major problems at the charity stripe in that game. It was interesting. They just could not make free throws. Yeah, and that's frustrating to watch, especially on the road where your opportunities at the line tend to be a little more sparse. Sehr schön, Jeremy Lin. Boy, you've got to cash in on him. That's like a layup for him. He's just wide open out there. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Williams jetzt am Ball. Der Ersatz Point Guard. Williams gets a screen from Aldridge. Lin against Williams. Gute Batum gegen Chandler Parsons. From deep. It's rebounded by Houston. Ja, rebounded by Houston. Oh. Das ist natürlich scheiße. Und der Harden natürlich nicht den Layup verwandeln. Das ist natürlich ein Problem. Sehr schön. Great job defending the hoop there. So important to have good presence defensively inside. Here's Harden. Yes, with the buzzer beater. Woo! Yes. James Harden. Aus dem Lauf mit dem buzzer beater zum Ende des ersten Viertels. So möchte man das doch haben. Yes. Sehr schön. Sehr schön, wirklich sehr schön. So, ich glaube, Harden muss eine Pause gegönnt werden. And looking at what we've seen from this game, what do you guys think? Just the start they wanted to this game. Solid. Man hat jetzt auch nicht so die krasse Ersatzbank bei Houston. Established a nice rhythm. Yeah, not stagnant at all. Free flowing. Egal, tun wir mal Garcia rein. Jedenfalls haben wir Garcia jetzt reingetan. Francisco Garcia, glaube ich, heißt der. Gute Mann. Hier am Verteidigen gegen Aldridge. Warum auch immer gegen Aldridge. Aber then it's Jeremy Lin and it's Ashik in at the five, roaming the paint. Now here's Williams. He faded back. Ah, okay. Jeremy Lin natürlich auch ein sehr guter Spieler. Leider mit auf der Ersatzbank muss er Platz nehmen. Caspi. Auf Parsons und der macht natürlich den Jumpshot rein, sehr schön. Parsons was really a surprise coming out of Florida, had a big impact his rookie season with Houston. Very reliable in a lot of areas, can handle the ball, can knock down a long range shot and a better defender than you think as well. So Jeremy Lin wieder in der Verteidigung gegen Mo Williams. Der kann natürlich auch Mitteldistanz werfen, der gute alte LaMarcus. Ja, natürlich unser Trainer, die Rockets. Sich dann natürlich erstmal die Timeout wählen. You look at Portland, they've had a great season and will look to extend that into the playoffs. And of course Houston tied right now. When you look at Portland, they've just been having an outstanding season. I mean, no other way to describe it. They're making strides in the stands and playing excellent basketball. Yeah, they've got to like their position as they approach the postseason, playing their best basketball so, of the year right now. Das war natürlich jetzt ein Wurf ins Klo, sag ich jetzt mal. Sehr schön. Sehr schön da, Omer Aziz mit dem Abschluss als Dank. Natürlich ein wenig wild geworfen auf gut Glück, aber er ist drin. So, jetzt schon mal wieder 6 Punkte Abstand. Mo Williams wieder mit dem Angriff. Aldridge gegen Ashik. Wo auch immer da gerade Parsons war. Ich weiß es nicht. Und Jeremy Lin wieder mit dem Dreier und er ist wieder drin. Yes. Yes, schön, Jeremy Lin. Mit dem kann man auch gut spielen. Merke ich gerade. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Lin against Williams.
Ah, da ist eigentlich die Verteidigung da und deswegen gibt es auch ein Highlight für Mo Williams, der sich trotz Behinderung den Layup macht. Ah, das war eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Das war so fast wieder mit Howard, nur Howard hätte sich wahrscheinlich durchgesetzt. Williams, was für ein Speed der drauf hat. Ah, da macht er auch noch rein und mit. Ah, and one. Oh Gott. Mal hoffen, dass er nicht reingeht. Was machen sie denn? Howard kann nicht den Ball aufnehmen. Ach Jungs, Jungs, Jungs. Catching up on the changes for Houston. Dwight Howard, he's checked in for Usher. And Terrence Jones is subbed in for Casper. LaMarcus Aldridge is checked in for the Trailblazers. It's Williams with the drive. Ach Jungs. Das kann doch nicht sein. Jetzt haben sie wieder Aufschwung. Giving up these easy chances is going to do wonders for their confidence. Here's Beverly. 14 points from him the last game against New Orleans. Six to shoot. Sehr schön, Jeremy Lin. Wenn's schwer geht, dann also wenn's nicht geht, dann einfach versuchen den Layup oder den Dreier oder den schwillen Wurf, keine Ahnung, versuchen. Sehr schön, Chandler Parsons mit dem. Ah! Mann, da hatte ich Angst, dass ich geblockt werde mit Beverly. Das kann ja schon mal passieren mit, von seiner Körpergröße. Das ist nicht der größte, der Beverly. So, wenigstens einen noch reingemacht. Das ist natürlich keine gute Ausbeute. Damian Lillard auch wieder jetzt am Ball. Gegen Omer Kaspi, Alter. Ah, kein Buzzerbeater diesmal. Kein Buzzerbeater, das ist natürlich nervig. Aber naja, kann man nichts machen. Punkte 8 von Jeremy Lin. Harden hat 7. Dafür aber ein Assist mehr. Out in Houston, the Rockets are ahead against Portland. The assist total indicative of their unselfish play, spreading that ball around. An impressive first half for Jeremy Lin. Didn't waste much time waiting around to take over tonight. He dominated that first half. And hanging tough, the Portland Trailblazers. They'd like to forget that first half. Coach has not been happy with what he's seen out there, and they'll likely come out with major adjustments. Nicholas Batum hasn't made much of an impact so far. Everything's been rimming out for him. He's got to be frustrated. That'll wrap things up for me here in the studio. Thanks so much. I'm Damon Bruce. Now let's get back out to Kevin Harlan for the second half of play. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. So, jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Wir lassen die Ausstellung so. Bisher, es gab eine kleine Phase, wo wir schlecht waren oder schlechter waren und ein paar Sachen zugelassen haben, aber wir kamen da gut durch, kamen da raus aus dieser Phase. Jetzt ist James Harden auch wieder drin. Ja, Gott. Dachte ich, der wirft da und dann gehe ich zum Block. Ja. Sehr schön, Aldridge. Oh Mann, da holen sie dich doch so oft den Defensive Rebound, Offensive Rebound. Ja, und dann kriegt er irgendwann das Foul. Ätzend. Sehr schön, Pick and Roll mit Dwight Howard und der mit dem Easy Layup. Und so will man das haben. He feeds it to Lopez. Working on Howard. Six on the shot clock.
That one goes. Count it. Lopez has got five now. And for Robin Lopez, not the scorer that his twin brother Brook is, but, you know, he's showing some signs offensively. Well, he's efficient from the field. Es geht. Er hatte gerade einen Hustenanfall. Nichts Ernstes, hoffe ich. Oh, schlecht gespielt von Beverly. Die Lücke gesucht. Gut gestellt von Chandler Parsons, da musste das Foul her. Sonst wären das die Easy Layups gewesen. Ah, Batum natürlich mit beiden Free Throws. Müssen wir das ein bisschen wieder was Gutes spielen. Vielleicht wieder mit Pick and Roll über Howard. Dann Dreier über Harden. Yes, schön Terrence Jones. Steve, it's almost hard to categorize him strictly as a shooting guard because he does handle so many of their passing duties. Doesn't matter what we call him though. The guy's got game. Batum, this is to Aldridge. Sehr schön, Aldridge ist aus dem Spiel, nicht. Only one make on five tries so far in the second half. Harden the pass to Beverly. Back to Harden. Ach, schade, schade. Harden, Harden. Wusste ich mal, was ich machen sollte, weil kamen die 5 Minuten, der 5 Sekunden Alarm. Aber zumindest, zumindest beide Freiwürfe von dann noch geholt, die wir natürlich auch reinmachen. Ach, Beverly! Wie viel Foul ist es jetzt? Das vierte Team-Foul, scheiße. Wir müssen vorsichtig sein. Guck mal, Nicolas. Nicolas! Ich hätte alle Spiele von Frankreich live gesehen. Hier ist Matthews. Portland again missing. Wes Matthews was undrafted out of Marquette back in 2009. But he ended up not only making the team. Ah! Oh, der Easy Layup, eigentlich. He solidified himself as a quality wing in this league and he's a tough defender who can make the outside shot and you always know what you're going to get from him at both ends of the floor. Rockets leading by five. Das kann aber durchgehen und. Here's Harden on the wing, defended by Batum. It's Harden with the drive, the dish to Howard. Second Chance Effort von Dwight Howard. Leider konnte ich ihn nicht machen. Und Freiwurf. Oh Gott! Ich hasse Dwight Howard an der Linie. Der kann ja nix. Meine Fresse, kann er nix. Dwight Howard, das ist so schwierig mit dem. Einfach mal einen fucking Freiwurf zu machen. Aber deswegen ist realistisch. Kann er nämlich wirklich nicht. Monty Unis has checked in for the Rockets. Beverly am Verteidigen gegen Lillard. And there's the pass to Batum. Right side Matthews. Just five on the clock. From about 16. Da wartet er auch, dass der reingeht, ne, mein Freund, ja. Clark, you talked about the toughness for Wes Matthews until last season. You know, Stevie had never missed a game. 250 straight games to start his career. He's battled through pain to always try to get the job done for his teammates. One of my favorite players in the league, just a tough physical player who can knock down threes. Scheiße. Somebody you want on your squad. His dad played in the NBA for a while. That's right. They need a Matthews hat's irgendwie mit den Drehungen. Yeah, they've had a number of empty ones, a long time without a basket. I gotta find something, you're right. To stop the drought. Sehr schön von Howard. Nein, oh, da habe ich Tick zu lang gedrückt, Tick zu lang. Ah, wie viel steht's denn jetzt überhaupt? Oh, knapp. Ach, den Howard lassen wir nochmal ein bisschen auf dem Feld. Oder auch nicht.
Beverly and Harden man the back. And it's Jones in at the center, locking down the middle. Guck mal, den Dreier, wie kann... Oh, Beverly. Sehr schön, Beverly. That shot becomes effortless for him when the D is so relaxed. They've got to get more intense. Lillard outside. Back to Batum. Batum. Wieder am Ball gegen Parsons. Oh. Da bin ich natürlich in die falsche Richtung gegangen. Da kann Lillard natürlich frei den Dreier reinmachen. Und er mich verarscht. Das kann nicht sein. Ja, ein very terrible turnover. So for the Trailblazers, their last game, a win against the Clippers. You know, so often in the NBA, we talk about how you have to earn your points the hard way, but oh God. It seemed like that was the case. Everything came pretty easily. Too many of their points came the easy way, Steve. You're right. On dunks and layups against a defense that didn't really put up... Guter Wurf von Chandler Parsons. Fourth quarter, still young, just over a minute play. Taken away. Now it's Parsons running, he can go all the way. Oh man, wieso ist Parsons sind eigentlich auch so langsam, Alter? Zumindest keine Freiwürfe. Am liebsten hätte ich natürlich den Dunk gemacht, aber naja, die Freiwürfe, wenn sie gehen, dann. Robin Lopez has checked in for Thomas Robinson. Okay, easy points. That one's good by Aldridge. For Aldridge. Unstoppable offense from both teams. I love the pace this game has been played at. So does everybody else in the building. This has been a fun one. Now, here is Harden. Ja, sehr schön von James Harden, Mann. Und one. Schön ausgedribbelt und dann an Lopez noch das vorgezogen plus den Korbleger gemacht, das ist sehr schön. That free throw good from Harden. You know, they've really improved at the line from the first half. Things have gotten a lot better. They've gotten there a good number of times and they've converted a high percentage of them. Aldridge, das kann er natürlich. Fades back. Again, the Trailblazers score. Not enough defense there to throw him off his shot. Sometimes it takes more than one defender on him down low. Sehr schöner Pass auf Harden, sich freiläuft und natürlich dann auch noch zwei, sich durch zwei aus durchsetzen kann. Heute holen wir mal wieder Monty Yunus rein. Monty Yunus has checked in for the Rockets. A moment to check in with Doris Burke. Doris? Yes, I had a chance to find out what the Trailblazers head coach was going over with his guys. Doris spricht wieder. Turn it on and leave them in the rear view mirror. It won't be easy, but guys, I know we can put them away. Let's see if they can deliver, Kevin. Here is Lynn, following the score by Damian Lillard. Harden dishes to Howard. Portland grabs the miss. Lopez has got four rebounds now tonight. Das ist doch kein Blocking Foul. Das ist ein Offensiv Foul. Meine Fresse. Sehr schön gestört und jetzt Harden. Oh, schlechter Pass. Gott sei Dank. Voll gemacht. Wie viel? Zwei Team Fouls. Okay. Komm mal, Howard. Ah, schade. Ich dachte, der macht den nicht rein. Sehr schön. Ah. For two. Boy, for my taste, he's far too inconsistent with that shot. I mean, he's got to make those if he's going to take his game to the next level. And Lillard kicks to Matthews. Schön Lynn mit dem Rebound, was zwar sehr selten vorkommt. Oh, da geht er nicht rein. Aber wollte ich die... Sehr schön. Noch so die Punkte.
Rockets lead by 7. Sehr schön, sehr schön. Boah, Mutti Judas mit dem Block. 8-second difference between the shot clock and the game clock. Harden kicks to Lynn. Parsons outside. Back to Lynn. Defended by Lillard. Shot clock at 6. A fadeaway. Ja, der fadeaway jump shot von Jeremy Lin gegen Damian Lillard. Ah, Howard lass du trotzdem drin. Ohne Scheiß, der ist wichtig. Der ist wichtig, der Freund. Howard ist wichtig. There's 10 seconds left in the fourth. Oh, oder stolen by Parson. It's Harden with the drive. Oh, egal, egal. Egal, 10 Punkte. And that one goes in. 2 from the line that time. And that's exactly how you close a game out. Those free throws will. Yes! Woohoo! So, damit kann man sagen, die Houston Rockets haben eindeutig gewonnen gegen die Portland Trail Blazers und sind dann mit einer Runde weiter in den, ich glaube, Quarterfinals. Heißen die, oder jedenfalls in der zweiten Runde, in der nächsten Runde sind sie dabei. Das bedeutet, die Portland Trail Blazers sind leider ausgeschieden. So, und wir gucken jetzt den besten Spieler dieser Runde an quasi, nämlich James Harden. James Harden, guter Spieler. Guckt euch's an. Jo, genau. Also ich würde sagen, war ein schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, Harden mit 16 Punkten, einem Rebound und 5 Assists. Lässt sich, denke ich, sehen. Ich meine, wir spielen ja auch nicht die komplette Länge eines normalen Basketballspiels. Und ich denke, dafür geht es eigentlich ganz gut in Ordnung. Ich würde sagen, es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu spielen, beziehungsweise es zu spielen. Und würde sagen, damit... ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ansonsten schreibt einen Kommentar eventuell noch. Wenn ihr immer up to date sein wollt, dann drückt auf den Abonnieren-Button, der hier unter dem Video-Player quasi an sich ist. Oh Gott. Nein. So. Und würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.